Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Lindner, ich hätte mal Lust auf einen Antrag von Ihnen zu diesem Thema. Das wäre mal was ganz Neues. Dann würden wir auch mal sehen, was Sie sich so vorstellen in puncto Innovationspolitik in unserem Land. Sie haben noch ein paar Monate Zeit in dieser Legislaturperiode. Vielleicht zeigen Sie uns das dann auch mal, was Ihre Vorschläge sind. Wir wollen Innovationen stärken. Wir wollen Lust auf Technik wecken. Das ist der Antrag, den wir Ihnen heute vorlegen, das ist die Überschrift dieses Antrags und die bringt genau auf den Punkt, worum es geht. Wir wollen auf der einen Seite Innovationen stärken. Wir wollen, dass in unserem Land neue Ideen entstehen, dass aus diesen Ideen neue Produkte werden, Produkte, die Weltmarktführer werden, Produkte, die hier in unserem Land Arbeitsplätze schaffen und die dazu beitragen, dass es uns in Zukunft noch so gut geht, wie es uns heute geht. Made in Germany. Das ist unser Erfolgslogo, das ist unsere Marke in der Welt. Man muss sich nur mal vorstellen, jeder fünfte Neuwagen in der Welt trägt ein deutsches Logo. In fast jedem Maschinenpark dieser Welt stehen deutsche Maschinen. Überall finden Sie deutsche Produkte und vor allem viele tausende Mittelständler sind in verschiedenen Nischen mit ihren Produkten Weltmarktführer. Das fängt an bei Rollen von Krankenhausbetten, geht bis hin zu Pistenbullis, ganz viele kleine Nischen, wo unsere KMUs Weltmarktführer sind. Wir sind zusammen mit China Export Weltmeister. Wir sind erfolgreich mit unseren innovativen Produkten und Ideen und das macht die Stärke unseres Landes aus. Und jetzt wissen wir ja so gut wie Sie, dass Erfolg keine Selbstverständlichkeit ist, sondern nur dann entsteht, wenn die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt wurden. Und wir haben die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt. Wir investieren heute so viel wie noch nie in der Geschichte unseres Landes für Bildung. Allein in dieser Legislaturperiode 13,6 Milliarden Euro zusätzlich, mehr als doppelt so viel wie noch 2005. Wir haben die Hightech-Strategie. Wir unterstützen Gründer. Wir unterstützen wachsende Unternehmen. Wir haben den Hightech-Gründerfonds, die ERP-Fonds und jetzt ganz neu auch die Innovationszuschüsse für Business Angels. So viel zum Thema, wir haben nichts gemacht, es ist in den letzten zwei Jahren nichts Neues dazugekommen. Das ist dazugekommen, genauso wie die Aufstockung beim Mittelstandsinnovationsprogramm ZIM. Da sind wir mittlerweile bei 500 Milliarden Euro, die wir dafür ausgeben. Und dann hätte ich doch viel mehr von Ihnen auch erwartet, dass wenn es hier im Bundestag um innovative Unternehmen geht, etwa beim Thema Streubesitzdividende, dass Sie da auch mal mutig mit uns gehen und sich nicht enthalten. Das stelle ich mir nicht vor unter der Unterstützung innovativer Unternehmen. Da hätte ich Sie auch gerne stärker an unserer Seite und an der Seite der jungen und innovativen Unternehmen in unserem Land gewusst. Da hätten Sie es wirklich beweisen können, statt nur immer zu sagen, dass Sie Unternehmen unterstützen wollen. Wichtig ist uns aber auch, dass wir Lust auf Technik wecken. Denn wir dürfen nicht vergessen, Innovationen entstehen durch Menschen und Innovationen entstehen nur in einem Klima, was auch Innovationen zulässt. Und genau das ist unser Anliegen. Wir brauchen die Menschen, die Innovationen schaffen. Wir brauchen Fachkräfte. Und allein im vergangenen Jahr haben schon über 100.000 Menschen in den MINT-Berufen gefehlt. Nicht überall gleich, das ist sehr unterschiedlich nach Branchen und Regionen verteilt. Doch der Fachkräftemangel wird größer, das wissen wir, wenn es uns nicht gelingt, junge Menschen für die MINT-Berufe zu begeistern. Begeistern, indem wir Neugierde wecken, indem wir junge Menschen ermutigen, den Schritt in die MINT-Berufe und vielleicht auch den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Denn nur durch Neugierde und Mut geht es. Und das ist mir noch mal ganz, ganz bewusst geworden, als ich vergangene Woche mal einfach meine Facebook-Community, fast 5000 Menschen, gefragt habe, was hat denn diejenigen von euch, die in einem MINT-Beruf arbeiten, zu diesem MINT-Beruf gebracht? Was fasziniert euch? Was treibt euch an? Da ist dann die Rede von Neugierde, herauszufinden, warum Dinge so sind, wie sie sind. Es ist die Rede von dem Wunsch, einen kleinen Beitrag zu etwas Großem und Wichtigem zu leisten. Es ist die Rede von der Freude, eigene Ideen einzubringen, vom Spaß, ein Rätsel zu lösen, neue Dinge zu versuchen, neue Wege zu gehen und Spuren auf dieser Welt zu hinterlassen. Und man kann darüber spöttisch grinsen, Frau Sitte, aber ich finde, das sind wirklich junge Unternehmen, die unser Land voranbringen, Menschen, die Neugierde mitbringen, die wir brauchen und die wir fördern müssen. Und deshalb
Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie nicht über die Leute gelacht haben, die mit Neugierde und Spaß bei der Sache sind. Das freut mich sehr. Ich glaube, dann sind wir wieder auf einer Linie. Wir brauchen vor allem auch Programme und Projekte, die diese Neugierde fördern und unterstützen. Etwa das Haus der kleinen Forscher. Das ist schon von meinem Kollegen Professor Riesenhuber genannt worden. Wir brauchen aber auch Lehrer und Erzieher, die diese Lust an Technik vermitteln. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich heute in jedes Lehramtsstudium, egal ob für Mathe, für Biologie oder für Deutsch, das Thema IT gehört. Denn IT-Methodenkompetenz und Medienkompetenz, das sind die Schlüsselkompetenzen der Zukunft und die müssen genauso selbstverständlich vermittelt werden wie Schreiben, Lesen und Rechnen. Es braucht Projekte, die MINT-Berufe schmackhaft machen, auch für Mädchen. Denn gerade Mädchen fehlen in den technischen Bereichen. So gibt es etwa den Girls Day. An Girls Day haben im vergangenen Jahr über 115.000 Mädchen teilgenommen. Viele sind hängen geblieben in den Bereichen und das ist eine wirklich gute Sache. Wir brauchen eine gesellschaftliche Offenheit und ein Verständnis für diese Themen. Und ganz interessant sind Analysen, die zeigen, dass etwa in den USA in den Medien viel mehr Technikkompetenz vermittelt wird. Es gibt eine Studie, die sagt, dass etwa die Simpsons eine Menge über Physik, Biologie und Roboter vermitteln. Das kann man jetzt teilen oder nicht. Wer die Simpsons kennt, weiß das besser. Aber ich denke, uns kann das hier in Deutschland ein Vorbild sein. Auch wir brauchen mehr Technik, mehr Naturwissenschaften in unseren Serien und vor allem auch in den Sendungen, die es dafür gibt. Quarks und Co., Nano Galileo, die Verleihung des Innovationspreises. Das alles sind Sendungen, die Lust auf Technik machen, von denen wir viel mehr brauchen in unserem Land. Und hier haben auch die Medien eine besondere Verantwortung. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Daran sieht man, liebe Kollegen, und das soll mein letzter Satz sein, dass wir, wenn wir unsere Kräfte bündeln, wenn wir die Weichen richtig stellen, und das haben wir in dieser Legislaturperiode gemacht und wollen es weiter tun, dass wir dann Menschen dazu bewegen können, in diese MINT-Berufe zu gehen, dass sie zu Fachkräften, zu Erfindern und zu Gründern werden. Und das trägt dazu bei, dass wir auch zukünftig noch Exportweltmeister sind und dass die Produkte Made in Germany hier Arbeitsplätze schaffen und unsere Zukunft sichern. Und darauf wollen wir arbeiten und darauf können wir stolz sein. Das Wort hat nun René Röspel für die SPD-Fraktion.